Bodyguard zum Beispiel. Und bei wem möchtest du Bodyguard sein? Kevin Costner. Der ist schon verheiratet, soviel ich weiß. Na und? Sag mal, du wirst ja nicht in meiner Gegenwart rauchen wollen, oder? Ich hab gedacht, du rauchst immer. Ich rauch sowieso nicht mehr. Aber weißt du, was besser wäre? Die schlechteste Reklame für die Firma. Man sieht her. Ja, ich bin mit meinem Namen verbunden und werde auch mit meinem Namen verbunden bleiben. Aber wieso rauchst denn du vom Frühstück, hä? Das mache ich nur, wenn ich in Wien bin und zum Anwalt muss. Ja, guten Abend. Hallo. Wie sind Sie hierher gekommen? Was machen Sie hier? Wird das ein Verhör? Ich arbeite, ich recherchiere. Allein? Da ich davon ausging, dass Sie kommen würden, habe ich... Das ist doch ein wandelndes Archiv. Wo ist er jetzt? Er sitzt zu Hause und wartet auf einen Anruf. Herr Horstmann ist nicht unbedingt ein Freund von uns. Er ist sehr neugierig. Das bin ich auch. Ich möchte nämlich ein Interview mit Ihnen machen. Befriedigt dich das? Was ist mit dem Tankwart? Den kenne ich erst seit letztem Mittwoch. Fahren wir jetzt zu dir nach Hause? Weil er glaubt, Bacardi hat seine Frau, Frau Bergesson, in die Luft gesprengt. Und wenn wir bis jetzt noch Zweifel hatten, ob das stimmt... Merkwürdig. Onkel Harry und alte Bekannte aus Schweden und früher auch. Mitgekriegt. Ich hab da jemand weglaufen hören. Haben Sie das Foto draußen gesehen? Vielleicht 1:30. Ihr mehr. War denn bloß nur verheiratet? Er war wirklich ein guter Mann. Wo waren Sie gestern Abend? Wieso? Waren wir verabredet? Sie wissen, warum ich hier bin, also bitte. Welche sexuellen Sensationen? Die sah nicht an deinen Pornos. Dann suchen Sie ihn hier? Glauben Sie, er ist ein Idiot? Das lass mal meine Sache sein. Ich weiß ja nur sagen, Günther. Haben Sie denn gar nichts unternommen, als er nachts nicht kam? Das ist nicht so ungewöhnlich. Mein Mann ist sehr beschäftigt. Die nötigen Pflicht. Es ist anders, als du denkst. Dann sag mir, wie es ist. Wir haben uns kennengelernt. Schon länger. Schon vor Wochen nicht hier in Karlsruhe. Ein Essen in einem Nachtlokal. Vielleicht doch. Vielleicht waren Sie nun sogar der Meinung, dass es angemessen sei, diesen Schritt zu revidieren. Wie denn? Durch einen Brief an die Polizei in Karlsruhe mit einem anonymen Hinweis auf den Täter. Vielleicht sogar verletzen. Man gewöhnt sich an alles. Auch an die Untreue eines Ehemanns. Trösten Sie sich, Professor, ich kann Ihnen zuliebe doch keinen Mord gestehen. Obwohl ich Ihnen den Gefallen fast tun würde. Fühlen Sie sich selbst geistig gesund, Brigitte? Sonst würden Sie doch... Einmal in seiner Firma. Ich kenne nicht einmal seinen neuen geschäftlichen Direktor. Hm. Seit wann hat er denn diesen neuen geschäftlichen Direktor? Der war doch Ihre große Liebe. Sie sind falsch informiert, wie meistens die Polizei. Danke für das Kompliment. Haben Sie Zigaretten? Dort im Automaten. Ach ja.
Glaubst du, die können ständig jemand neben sich stellen? Und für wie lange eigentlich? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr? Mark ist doch besser als nichts. Aha. Kleiner Razzierer. Hab ich ja. Scheuchen Sie Ihre Hühner von der Leiter so weg. Meine Damen, der Herr meint, Sie möchten uns einen Augenblick rein. Aufgetreten bin. Sagen wir, es ist ein Ausnahmezustand. Ein Ausnahmezustand? Für einen alten Kumpel. Für 400 Mark Wochengage. 500? Also auch gut. Ich würde doch überhaupt nicht drauf eingehen, wenn es so für mich nicht billiger wäre. Billiger? Du. Wie lange wird das mit dem Prozess dauern? Wie lange? Hm. Warte mal, bis er zu Ende ist. 4 Monate bestimmt. Weißt du was? Ich frage mich, da ist er. Lass die Luft raus. Ich bin die Sandra. Jetzt habe ich es gefunden. Ja, Bend. Have another drink in Tommy's bar. Ich weiß, warum Sie mir Ihre Leichen nicht offerieren wollen. Sie schnell, hier ist ein Einbruch. Können Sie mir bitte genau beschreiben, von wo aus Sie anrufen? Firma Lauterbach, das lag ja in der... Sag, bist du? Ich will, dass du es ihm sagst. Ist das mit uns? Bist du verrückt? Dass wir zwei den Film drehen und nicht er. Ach, der ist ein Drehbuch, haben wir gesagt. Ich will aber, dass du es ihm jetzt... Warum denn dann? Wer sollte es sonst tun, wenn nicht? Gib mir auch eine. Der hat alles falsch verstanden. Ja, ja, ich schicke. Hunderttausend. Mädchen, Mädchen, Sie nehmen den Mund aber voll.
Ihr Mann hat schon den größten Batzen kassiert. 40.000. Schauen wir gleich mit. Na dann, viel Spaß, Hartmut. So. So, Dennis, war ja nur einer. Übrigens darf ich Sie beruhigen. Die Mafia hat andere Sorgen, als ein kleines Wiener Bankinstitut zu überfallen. Gehen Sie, nehmen Sie es mit. Aber man liest doch immer wieder in der Zeitung. Aber... Mittelmäßigkeit. Eine Lernversprechung. Du bist ein Versager. Mischtig. Vater sagt, ich soll nach Hause gehen. Kommen Sie, Ragnar. Wo ihr die Tür von außen versperrt habt. Und die Fenster waren alle von innen verriegelt. Sie hat mich wieder den ganzen Tag herumkommandiert. Zweimal hat sie absichtlich ihre Suppe ins Bett gekippt. Dann jammert sie rum, als ob sie im Sterben liegt. Und wenn ihre Messie... Ja, Sie haben ihn wiedererkannt. Er war dabei. Er hat ein falsches Alibi abgegeben. Er hat. Sie machen es sich sehr einfach mit Ihrer Polizistenlogik. Keller üben. Ich kann doch Ihre Kollegen holen. Wegen ruhestörendem Lärm. Also, wenn Sie das als Lärm empfinden, Frau Walter. Oder kommen Sie doch. Ich habe doch die Mauer nicht gebaut. Ich konnte dir ja nicht helfen. Ach, komm. Unsere Ehe war dir nie heilig. Nee, so was brauche ich nicht. Ich hab Renate Nachtwey. Ihr Mann. Sagen Sie bloß nicht, dass Sie ihn gefunden haben. Anlass für seinen Tod. Danke. Frau Harzendorf, im Arbeitszimmer steht ein Tresor. Würden Sie uns den bitte öffnen? War Sache meines Mannes. Ich habe mich nie darum gekümmert. Aber Sie wissen, was drin ist. Geld, Papiere, vielleicht Ihr Schmuck. Mein Schmuck? Die junge Frau? Kennen Sie die auch? Kennen ist zu viel gesagt. Klaus hat sie zwar gar. Wer ist da? Geben Sie den Fahrer. Geben Sie ihm bitte meine Tasche. Und jetzt fahren Sie mit ihm nach Hause. Machen Sie sich keine Gedanken. Geben Sie mir meine Tasche. Das ist schon gut. Aber sie jetzt in der Schweiz leben, hat sie mir alles erzählt. Und dass sie Bea irgendwann mal dahin einladen wollte. Ist das vielleicht seine Stammkneipe? Kann sein, ja. Den Namen habe ich schon mal gehört. Wer nimmt den mit? Hat sie ausdetektiert. Zuerst bist du aus der Polizei. Ich habe Carol mit meinem Vortrag bei den Versicherungsleuten in Gegenwart Bergers verraten. Konnte man nicht. Ich finde Ihre Aussage natürlich vertraulich. Wenn er Sie irgendwie bedroht oder gewalttätig gegen Sie geworden ist, dann können wir Ihnen helfen. Nicht auszahlen, das weißt du. Nein? Vielleicht springt ja dein Opa ein. Jetzt bist du gemein. Lass Günther aus dem Spiel. Kann meinen Anteil kaufen. Und mein Zimmer oben kann er auch gleich haben. War versprochen, ja? Versprochen. Tschüss. Ciao. Ciao. Guten Abend. Guten Abend.
Sie sehen aus wie einer, der nichts tut. Du, es wird langsam Zeit. So. Danke. Ach, das gibt das Wagner bitte. Das ist eine Liste von den Bildern, die wir bei Steldum gefunden haben. Ach ja, gut, ja. Na komm mal, Telefon. Was denn einkaufen? Ja, ein paar Flaschen Whisky, ein paar Flaschen Geneva und ein paar Stangen Zigaretten. So billig kriege ich das nie wieder. Aber das darfst du doch gar nicht. Brauchst du wieder. Seit eben. Kennt man jemanden?